Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Arms. Im letzten Part gab es die ersten Kämpfe gegen euch, auch wenn ich da nur gegen eine einzelne Person gekämpft habe, weil ich da ein bisschen was verkackt habe und ich dann spontan die Regeln oder halt den Ablauf quasi geändert habe. Auf jeden Fall, nächsten Freitag wird es dann eben, ich sag's nochmal, auch wieder so sein, dass ich dann nur gegen einen einzigen von euch dann kämpfen werde, halt den ganzen Part lang, und wir dann eben gucken werden, wer da dann der Bessere sein wird. Aber da werde ich dann in den nächsten paar Parts im Verlauf der Woche noch mehr dazu erzählen, euch immer wieder daran erinnern, dass ihr das auch nicht vergisst. Auf jeden Fall, heute geht's wieder weiter mit dem Grand Prix, mit dem nächsten Charakter. Aber ich will noch vorher kurz was anderes euch zeigen, denn ihr könnt links oben sehen, dass ich mittlerweile sogar schon auf Rang 14 bin. Also ich habe relativ viel im ranglisten Kampf schon gekämpft und bin da auch halbwegs gut. Aber jetzt auf Rang 14 wird es dann langsam echt schwierig, weil mittlerweile verliert man mehr Punkte bei einem Verlust. Oder halt, wenn man halt verliert, verliert man mehr, als wenn man gewinnt. Ne? Ihr versteht? Und auf jeden Fall da jetzt noch mehr Punkte zu machen, ist echt total schwierig. Aber ich habe auch, da ich halt viele Münzen mittlerweile auch mal bekomme, schon häufiger eben das Arms-Depot wieder gespielt. Wir können auch hier sehen, dass ich schon dann für die ganzen Charaktere einige Arms bisher sammeln konnte. Für Twintel habe ich zum Beispiel sogar schon alle Arms. Twintel ist nämlich immer noch mein Main, natürlich. Und ich habe sogar von den meisten Arms auch schon die Plus-Variante. Das habe ich euch auch schon gesagt, dass es eben immer die Plus-Varianten gibt, die dann eben nochmal ein bisschen stärker sind. Da fehlen mir bei ihr nur noch hier das Ding hier, die Feuermatik, dann noch hier der Jumbo-Hammer und dann das hier, der Volltreffer, und noch das hier, Phalanx oder so. Ich glaube, alle anderen habe ich schon bei ihr auch mit Plus, und das ist also ganz cool. Und ich werde dann auf jeden Fall irgendwann am Ende des Let's Plays dann auch alle haben, weil wir spielen noch 100%, das zählt dazu. Und ich weiß übrigens mittlerweile, dass es insgesamt 15 Ränge gibt. Also mittlerweile, oder halt aktuell. Das kann sein, dass es später nochmal mehr wird. Aber es gibt aktuell 15 Ränge, also ich bin schon kurz davor, den letzten zu erreichen, und das ist ziemlich cool. Aber jetzt eben dann erstmal der Grand Prix mit dem nächsten Charakter. Genau, noch eine andere Seite, die ich euch zeigen kann. Ich habe auch mittlerweile offscreen mit Springman den Grand Prix auf Level 7 geschafft und auch mit Driven Girl und auch mit den Shower. Ja, jetzt mit allen das auf Level 7 dann A geholt. War schon relativ schwierig, habe ich ein bisschen gebraucht für die alle, und keine Sorge, wir werden nochmal dann irgendwann im Let's Play auch mal den Grand Prix auf Level 7 spielen. Das werde ich nämlich dann mit Twintel machen, da ich mit ihr am besten bin, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal Master Mami. Yeah, das ist seine Standardfarbe, das hier ist seine Farbe nach rechts, das hier ist die Farbe nach unten und das hier ist die Farbe nach links. Ja, die links sieht eigentlich ganz groß. Ich bleibe mal bei der linken. Und da ich glaube, dass ich mit Master Mami am schlechtesten bin von allen Charakteren, werden wir jetzt da mal auf Level 1 spielen. Dass wir auch mal austesten können, was für ein herber Unterschied das es eben sein wird im Vergleich zu Level 4, 5, 6 oder irgendwie sowas, dürfte jetzt dann relativ einfach werden. Ich werde einfach auf die Gegner draufboxen und die werden nicht wirklich viel ausweichen können oder so. Mal schauen. Meine Damen und Herren, das Warten hat sich gelohnt. Möge der Arms Grand Prix beginnen. Ich bin euer Kommentator Amadeus und werde euch über die Welt von Arms auf dem Laufenden halten. Master Mami. Und da ist er. Von niemandem gruseln wir uns lieber als von Master Mami, dem Unsterblichen. 231 cm, war das ziemlich groß. 167 Kilo. Master Mami war schon immer von Geheimnissen umgeben und von vielen Lagen feinster Baumwolle. Alter unbekannt, Hobbys, Suche nach seiner Familie. Oh. Doch eines steht fest, dieser Koloss lässt sich durch nichts von der Suche nach seiner Familie abbringen. Und nun ist es an der Zeit, das Fürchten zu lernen, denn der Arms Grand Prix beginnt. Spoiler-Joing. Er sucht seine Familie, okay. Das ist ja interessant. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Erstmal gegen Biden Bark, weil man erwartet bei ihm, dass er nur so ein Haut drauf ist. Aber er macht es für seine Familie. Hm. Was für ein Kampf wird diese schaurige Gestalt liefern? Gespannt erwarten wir den ersten Kampf. Wir sehen in diesem Kampf Master Mami gegen den langen Arm des Gesetzes. Dieses Duo patrouilliert Tag für Tag am Strand, ohne auch nur die kleinsten Rostflecke zu zeigen. Sieh dich vor, Master Mami, ihre Schlagkraft ist ebenfalls nicht eingerostet. Spoing. Gut, wir nehmen natürlich erstmal die Standard-Arms, die natürlich auch hier wieder alle möglichen Armkombinationen von ihm nehmen. Also er hat standardmäßig Megatonne, Feuermatik und Feuersegler. Wir nehmen mal erstmal die Megatonne doppelt. So. Level 1. Ich hau einfach ein bisschen drauf und treffe natürlich, weil die Gegner hier zu doof sind zum Ausweichen. Also es dürfte jetzt auch ganz witzig werden, weil ich werde einfach jetzt hier viel blind draufhauen und die Gegner werden mir nicht arg viel entgegensetzen können. Oh, da ist er mal gesprungen und ausgewichen. Sowas aber auch. Halleluja. Und dass ich das noch erleben darf. Ja, aber das wird jetzt, glaube ich, echt auf Level 1 dann ziemlich witzig werden. Ich werde dann auch jetzt in Zukunft nicht mehr Level 1 nehmen, weil ich wollte halt Level 1 auch mal nehmen, dass wir halt jeden Schwierigkeitsgrad auch einmal sehen können. Das ist nämlich eigentlich mein Ziel, dass wir am Ende eben... Perfekt. Dass wir am Ende eben jeden Schwierigkeitsgrad mindestens einmal sehen werden. Und wir haben schon Level 6, 5, 4 und 3 gesehen, glaube ich. Also es fehlen noch 1, 2 und 7. Und jetzt machen wir halt 1 und irgendwann wird auch noch 2 und 7 da mal irgendwann kommen. 7 halt mit Twintel und 2 mit irgendwem anderen. Mal gucken. Gut, dann nehme ich jetzt mal Megatonne und Feuermatik.
Wir haben schon sehen können übrigens, dass die Megaton ja auch auf jeden Fall ein ganz interessanter Arm ist. Da die halt eben, das können wir mal kurz sehen, wenn er jetzt angreift. Ja, aber ich hätte auch besser treffen müssen, ne? Da die auch wirklich durch alle anderen Armdinger so ziemlich hindurchgehen wird, wie jetzt zum Beispiel haben wir es ein bisschen sehen können, da die durch alle anderen hindurchgehen würden, die einfach von denen abprallen. Und sie ist auch ziemlich fett, aber ist dafür halt enorm lahm. Wir können aber auch sehen, dass die Megatonne keinen so wirklichen Special-Bonus-Effekt hat, weil sie kein wirkliches Element hat, sag ich jetzt mal, das ihr zugewiesen ist. Weil die ganzen anderen Dinger, wie zum Beispiel mein rechter Arm, den ich jetzt mal hier benutzt habe, Feuermatik, die hat ja ein Element, nämlich das Feuerelement, die einfach, wenn sie einen Gegner trifft, mehr Schaden macht und ihn eben umboxen wird, wie wir hier sehen können, genau. Und die Megatonne hat aber keinen so wirklichen Bonus-Effekt, wenn man sie auflädt. Sie wird, glaube ich, ein bisschen größer, kann es sein? Ich glaube schon. Das ist nämlich zum Beispiel auch schon bei einem der Arms von den Shower der Fall, und zwar bei dem Rausschmeißer oder wie der hieß, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist erstmal die Siegesanimation. Yay! Das habe ich nämlich, als wir mit den Shower im Grand Prix gespielt haben, gar nicht erwähnt, aber ich glaube eben, dass sein Arm, der Rausschmeißer, dass der auch keinen so richtigen Special-Effekt hatte, also kein so richtiges Element wie die anderen, aber der hat eben auch bewirkt, dass wenn man ihn aufgeladen hat, dass er dann größer geworden ist. Und ich glaube, das ist mit der Megaton ja auch so ein bisschen der Fall. Kid Cobra! Okay. Das Ganze aber dann vielleicht mal beim Armsdiagramm durchlesen. Mal gucken. Die mächtige Mumie zeigt ihr Können und schon beginnt der zweite Kampf. Master Mami nimmt es mit dem Tempotypen auf, Kid Cobra. Ich hätte gesagt, oder ich hätte gesagt, dass Schlangen gruseliger sind als Mumien, besonders wenn sie zuschnappen. Doch Master Mami ist bereits bandagiert, also ist er auf der sicheren Seite. Mann, ey. Okay, hier nehme ich mal vielleicht Doppelfeuermatik, denn wir spielen wieder mal auf meiner Lieblingsstage nicht. Weil ich meine, wie gesagt, eigentlich ist sie von der Idee her cool, aber sie ist quasi nur random. Aber mir fällt gerade übrigens auf, dass Master Mami hier für diese Stage absolut OP ist. Richtig, ja, das ist ziemlich cool auf jeden Fall, dass wir jetzt hier mit ihm spielen. Denn wir können mal kurz dann auf seine Special-Fähigkeiten zu sprechen kommen, denn natürlich auch Master Mami hat wieder mal Spezialfähigkeiten, die nur er hat und kein anderer. Ja, so halt. Es gibt noch einen anderen Charakter, der auch sich das ein bisschen teilt. Auf jeden Fall, er ist eben ziemlich fett, wie wir schon haben hören dürfen. Das waren ja 167 Kilogramm mal kurz Special. Ja, wenn ich den treffen würde, das war jetzt natürlich exzellent. Wunderbar, schon verschwendet. Er wiegt ja irgendwie 167 Kilogramm oder irgendwie sowas anderes, glaube ich. Und das heißt eben, dass normale Schläge ihn nicht umwerfen können. Kann man mal kurz dann gleich austesten. Ja, mach mal bitte irgendwas. Du Level 1 Computer. Ja. Ja, das war jetzt natürlich ein Negativbeispiel, da er aufgeladen war, der Arm. Und da der Feuereffekt einen immer umhaut, aber jetzt haben wir zum Beispiel sehen können. Der Bumerang, der mich jetzt gerade getroffen hat, hat mich nicht wirklich umhauen können. Und ich hätte sogar noch weiterhin Angriffe machen können, glaube ich. Obwohl ich da gerade getroffen worden bin. Und ja, ihr zum Beispiel auch wieder habt ihr sehen können, das war jetzt ein perfektes Beispiel, was wir gerade sehen konnten. Ich habe gerade meinen Arm abgefeuert, wurde währenddessen getroffen und normalerweise würde ich dann das abbrechen, die Attacke. Aber Master Mami kann einfach weitermachen, da er so fett ist und nicht wirklich gut umgeworfen werden kann. Er kann nur dann umgeworfen werden, wenn er zu häufig getroffen wird oder auch wenn er von Special Effects getroffen wird, wie zum Beispiel dem Feuer oder auch dem Wind oder irgendwie sowas. Nehmen wir mal kurz dann Feuersegler und Feuermatik, genau. Und das ist auf jeden Fall vor allem eben für diese Stage hier ziemlich cool. Denn ich meine, hier ist eben der Trick, dass man halt den Gegner versuchen sollte, von seinem Beyblade runterzuschieben. Und Master Mami kann aber dann eben nur schwieriger davon runtergehauen werden, da er halt wirklich mit einer total heftigen Attacke getroffen werden muss, dass er überhaupt mal runterfliegt. Und deswegen ist es ganz cool hier. Und dann haben hier die Gegner, glaube ich, echt ziemlich wenig Chancen, ehrlich gesagt, den Master Mami hier wirklich effektiv runterzuhauen. Und dann bleibt er immer drauf auf dem Beyblade und hat enorme Vorteile dem Gegner gegenüber. Und kann dann so eben hier wirklich relativ leicht gewinnen. Das ist übrigens der Griff, habe ich noch gar nicht gezeigt bisher, glaube ich. Der macht ja von Master Mami am meisten Schaden von allen Charakteren, denn kein anderer Charakter kann mit seinem Griff 200 Schaden machen, Master Mami aber schon. Das ist echt ziemlich heftig. Yay. Wer da am nächsten drankommt, ist, glaube ich, Kid Cobra, weil der hat ja einen Wurf von 170 Schaden, glaube ich, ne? Ich meine schon. Und der dürfte da der Zweitbeste sein, oder? Bei dem Wurf? Ich glaube schon. Oder vergesse ich irgendwie jemanden? Ne, ich glaube schon. Aber er mit 200 auf jeden Fall ist da auf dem ersten Platz, ganz klar. Okay. Dann auch schon der dritte Kampf. Diesmal Volleyball, okay. Gegen Min-Min. Im Volleyball ist, glaube ich, Master Mami ziemlich beschissen, da er total langsam ist, aber mal gucken. Wird diesem antiken Kämpfer ein weiterer Sieg gelingen? Im dritten Kampf werden wir es erfahren. Zeit für etwas Abwechslung. Der folgende Kampf ist Volleyball. Genau, okay. So, hier soll ich am besten schnelle Arms nehmen, deswegen nehme ich dann wieder kurz Doppelfeuermatik, aber ich werde dann auch noch andere Kombinationen gleich nehmen. So, okay. Was ich ja schon beim Volleyball jetzt auch verraten habe, eine weitere coole Strategie, die man unbedingt häufiger auch mal benutzen sollte, ist, dass man häufiger den Griff macht und dann draufhaut, da man dann eben einen Schmetterball machen kann. Das kann man eben auch daran erkennen, dass da so ein grünes Leuchten, so ein grüner Wirbel um den Ball herum erscheint. Und diese Chance sollte man dann eben nutzen, um dann drauf zu hauen und dann eben einen schönen Schmetterball zu machen. Ihr müsst mal aufpassen, weil euer Gegner kann es nämlich auch ausnutzen. Wenn ich jetzt also den Ball hier mit einem Griff oder einem Wurf so hoch haue und er diesen grünen Wirbel erschüttet,
Das war knapp. Und er diesen grünen Wirbel um sich herum bekommt, dann kann es der Gegner auch schaffen, mit seinen Arms auf meine Seite zu schießen und dann dort den Ball irgendwie auch runterzukloppen oder so. Da muss man auf jeden Fall sehr gut aufpassen, dass es dann einem nicht zum Verhängnis wird und das nicht der Gegner irgendwie ausnutzen kann. Aber ansonsten ist es schon eine ganz gute Taktik, die man häufiger auch mal benutzen sollte, da man auch wirklich dann sehr schnell zuschlagen kann und dann in diesem Fall die Min-Min kaum mehr reagieren konnte und wir dann eben schon einen weiteren Punkt kassieren konnten. Und ja, das war jetzt fast ein bisschen zu schnell. Ich war mal nochmal kurz einmal. So. Und... ich wollte eigentlich wieder einen Griff machen, aber ich habe es irgendwie nicht ganz hinbekommen. Aber jetzt dann gleich. Griff und bam, Schmetterball. Und wieder ein Punkt. Sehr schön. Yay, 5 zu 0 sogar. Cool. Das war jetzt übrigens auch gar kein Timeout, interessanterweise, weil hier ist es nämlich das Ziel, dass man offenbar 5 Punkte erreicht. Das ist ganz interessant, weil das wusste ich nämlich gar nicht mal. Ich dachte, dass beim Volleyball einfach immer ein Timeout gäbe und es wird eben entschieden, wer mehr hat, aber nee. Es gibt auch hier ein Limit und zwar 5 Punkte, aber das ist ziemlich schwierig zu erreichen, finde ich. Da ist es deutlich leichter beim Basketball 10 Punkte zu erreichen in der Zeit, als hier beim Volleyball 5, habe ich den Eindruck. Aber naja. Mechanica, okay, der zweite schwergewichtige Charakter, alles klar. Sind Master Mummys Bandagen das Geheimrezept seines Erfolges? Es folgt Kampf Nummer 4, Spring. Master Mummy gegen die Schrottschlägerin Mechanica. In ihrer schwergewichtigen Rüstung wiegt diese zierliche Kämpferin 545 Kilo. What? Echt jetzt? Wir werden Zeugen des ultimativen Kampfs der Schwergewichte. Wer wird sich geschlagen geben? Okay. Du bist nochmal irgendwie 3- oder 4-mal so schwer wie Master Mummy. Das ist ziemlich heftig. Jetzt nämlich mal Doppelfeuersegler. Okay. Und eben, das ist halt auf jeden Fall eine Spezialfähigkeit, die Master Mummy nicht oder halt nicht alleine hat, denn auch Mechanica ist eben total fett in ihrem Robo-Anzug. Und mit normalen Angriffen, die nicht aufgeladen sind, wie wir hier, Moment, wenn ich treffen würde, wie wir hier sehen können, kann ich sie auch nicht umwerfen. Aber selbes gilt auch für sie, sie kann mich auch nicht umwerfen, wenn sie mal irgendwann angreifen würde. Aber irgendwie hat sie ein bisschen Angst, wie es scheint. Aber okay, wenn sie halt auflädt, dann kann sie schon irgendwas anderes Blödes machen. Aber ohne aufgeladene Schläge kann sie mich nicht umwerfen und ich darf einfach halt meine Angriffe weitermachen. Das ist ganz cool. Und dann nochmal kurz die andere Special-Fähigkeit, die ich bisher noch gar nicht gezeigt habe. Und zwar, wenn ich Master Mummy sein Schild hochhält, wird er geheilt. Immer wieder um 10 Punkte können wir auch rechts unten sehen, dass dann eben die Anzeige immer höher... ja, das hat sie jetzt aber schon ausgenutzt. Dass dann eben die Anzeige immer höher geht. Und so kann man sich dann eben hier immer ein bisschen hochheilen. Das sollte man auch wirklich dann, wenn man auch online zum Beispiel spielt, schon ausnutzen. Also am besten sofort, sobald der Gegner umgeworfen sein sollte, sofort dann kurz blocken und dann so 10 bis 20 KP wiederherstellen. Das ist zwar nicht so viel, natürlich, weil die Schläge machen ja im Schnitt so 100 Schaden oder sowas. Also manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber im Schnitt sind es immer so ein bisschen über 100, würde ich mal schätzen. Und da machen natürlich dann 10 Heilungspunkte nicht so viel aus, aber ihr müsst bedenken, wenn ihr euch dann im ganzen Verlauf des Matches immer wieder heilt ein bisschen, dann summiert sich das alles auf und dann habt ihr euch vielleicht in einem Match um insgesamt 200 KP heilen können oder so. Und das sind dann eben 2 weitere Schläge, die ihr dann mehr überleben werdet als der Gegner. Und das ist dann schon einiges wert, wie ich finde. Es dauert zwar vor allem am Anfang ein bisschen, bis ich das erste Mal heilen kann, aber wenn ihr halt auch auf einer etwas größeren und keiner zur Mini-Stage spielt, dann könnt ihr euch halt auch zum Beispiel hinter Säulen verstecken und dann währenddessen halbwegs sicher sein und währenddessen dann euch eben ein bisschen hochheilen, bis ihr eventuell wieder volle KP habt. Und ihr müsst halt nur aufpassen auf Griffe, die eventuell ankommen, weil dann eben sofort ausweichen müsst, weil ansonsten ihr eben gegriffen oder halt geworfen werden. Das ist natürlich schlecht. Aber ansonsten ist es echt ziemlich cool, wie ich finde, dass er da eine Möglichkeit hat, sich selber zu heilen. Er ist ja auch der einzige Charakter im ganzen Spiel, der sich selber heilen kann. Das kann kein anderer, glaube ich. Also es ist auch sehr eigenständig an ihm. Und auch ziemlich cool. Und bam. KO. Und das war ein Perfect. Denn das ist auch interessant, wir wurden ja eigentlich getroffen, aber wir haben trotzdem den Kampf mit vollen KP beenden können, da wir uns wieder hochgeheilt haben. Deswegen gilt es offiziell als Perfect. Also ziemlich cool. Okay. So, dann gleich weiter mit Kampf Nummer 5, glaube ich, oder 6. 5, okay. Nämlich gegen Helix. Okay. Was hat ein Amadeus dazu zu sagen? Mal gucken. Unser untoter Kämpfer hat schon 4 Kämpfe für sich entschieden. Gelingt ihm das auch beim 5. Master Mummy stellt sich der Herausforderung von Helix im Experiment. Bei diesem Kämpfer soll es sich um ein Zufallsprodukt aus einem Experiment im Arms-Labor handeln. Was für ein Kampf. 2 schaurige Gestalten hier im Arms Grand Prix. Ja, das stimmt allerdings. Beide sind auch irgendwie nicht so ganz menschlich, habe ich den Eindruck. Also Helix irgendwie nicht. Und ich nehme mal Feuermatik und Feuersegler, keine Ahnung. Und Master Mummy, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach wirklich ein Mensch, der sich halt nur in Bandagen eingewickelt hat. Oder er ist halt wirklich eine Mumie. Wer weiß das schon? Keine Ahnung, was jetzt Master Mummy dann wirklich ist. Ich weiß nicht genau, ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Aber okay. Auf jeden Fall dann eben hier gegen Helix, der auch wenig Chancen hat, da wir eben, natürlich muss man zugeben, auch auf Level 1 spielen und das alles hier wirklich total easy ist. Aber ist auch ganz gut, so da ich dann wirklich die Fähigkeiten von Master Mummy auch wirklich schön zeigen kann. Wir können ja auch einfach schön den Griff übrigens spammen und die Gegner können nicht viel machen. Was ich ganz interessant finde. Aber da ich dann eben schön die Fähigkeiten von ihm zeigen kann, ist ganz cool. Bam.
Aber keine Sorge, im übernächsten Part, wenn wir dann das nächste Mal wieder den Grand Prix spielen werden, im nächsten Part kommt noch dann der Online-Modus mit Master Mami wieder mal. Aber im übernächsten Part, wenn wir dann wieder im Grand Prix spielen werden, nehmen wir dann Min-Min, die ist als nächstes dran. Und dort werde ich dann wieder einen höheren Schwierigkeitsgrad einstellen, weil Min-Min auch, ich mit ihr ein bisschen besser bin, glaube ich, weil sie halt auch ein eher schnellerer Charakter ist und wir deswegen da weniger Probleme haben sollten als mit Master Mami. Deswegen werde ich dann da wieder mindestens auf Stufe 3 gehen, aber ich traue mir dann schon wieder 4 zu 5, glaube ich nicht, weil das dann eventuell wieder zu schwierig wird. Andererseits habe ich jetzt eben, muss man zugeben, mittlerweile auch schon einiges Neues gelernt, da ich halt schon viel online gespielt habe. Ich habe zwar eigentlich nur mit Twin Tellman gespielt und nicht mit Min-Min, das schon, aber trotzdem habe ich auch allgemein einfach über ARMS mehr gelernt und ich habe auch gelernt, wie die KI funktioniert, so ein bisschen schon zumindest. Und ich weiß ja schon, wie ich die ein bisschen ausnutzen kann, deswegen ich werde dann mit Min-Min vielleicht ein bisschen einen höheren Schwierigkeitsgrad einstellen beim übernächsten Mal, aber es werden dann schon noch sehen, wenn es soweit ist. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal eben auf Master Mami und auf Kampf Nummer 6 und das ist Basketball. Ribbon Girl gegen Ribbon Girl, okay. Diese Mumie ist ebenso schaurig wie unerschütterlich. Wird sie im sechsten Kampf das Fürchten lernen? Zeit für etwas Abwechslung, der folgende Kampf ist Basketball, okay. So, da dürfte eigentlich auch der Master Mami ziemlich im Nachteil sein, ehrlich gesagt. Hier mal einfach, ja, ist eigentlich ziemlich egal, sowas hier. Dürfte er auch ziemlich im Nachteil eigentlich sein, da er halt total arm ist, aber trotzdem, wir sind hier immerhin, wie gesagt, bam, ist schon reingeworfen. Wir sind ja immerhin halt auf Level 1, deswegen so schwierig dürfte es dann doch wieder nicht werden. So, bam. Sehr schön, ich werde am besten aus großer Entfernung machen, wie es dann aussieht, wäre vielleicht ganz witzig. So. Hui, einfach reingeworfen und es war sogar ein Treffer, aber auch nicht schlecht, Master Mami, nicht schlecht auf jeden Fall. Ich will es vielleicht mit einem Special beenden, weil es dann irgendwie cooler ist, mit einem Special das zu beenden, als hier mit einem normalen Wurf. Würde ich sagen, ich kann noch einmal reinwerfen, wenn ich hier aus der Nähe bin. Und es kriegt sogar Ribbon Girl einen Treffer. Okay, alles klar, aber ich krieg gleich den nächsten, mein Lieber. So, und bam. Wie konnte das denn daneben gehen? Ich stand direkt daneben. What? Wie konnte das daneben gehen, frage ich euch. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich will es mit einem Special beenden. Und den haben wir auch dann gleich schon voll. Nämlich jetzt und stirb! Hui! Sehr schön! Yay! Ja, Level 1 ist dann auf jeden Fall doch ziemlich angenehm. Ist ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt, weil ich wollte eben jeden Schwierigkeitsgrad mal zeigen. Und da gehört eben Level 1 auch dazu. Ninjara! Okay. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden, wenn er denn ein bisschen höher gelevelt wäre. Mal gucken. Diese Mumie wickelt das Publikum förmlich in ihrem Finger oder um ihren Finger und deshalb der Kampf beginnt. Master Mami nimmt es mit dem schleichenden Schatten auf Ninjara. Auf der Ninja Academy wird gelehrt, wie man Tricks und täuscht, um seinem Gegner voraus zu sein. Doch vielleicht wird Master Mami ihm noch eine Lektion erteilen. Mal gucken. Jetzt haben wir mal dann Megatonne und den Feuersiegler. So, ich meine, eigentlich wäre, glaube ich, in diesem Matchup Ninjara ziemlich im Vorteil, behaupte ich jetzt einfach mal so. Da er halt ein total schneller Charakter ist und dann halt den Master Mami voll ausnutzen kann, so ungefähr, und ihn immer schon treffen kann, so ziemlich. Aber wir spielen hier eben auf Level 1, deswegen so große Probleme dürfen wir jetzt hier nicht haben, behaupte ich mal. Weil ich hau einfach hier ein bisschen drauf, blind, und Ninjara ist eh zu doof zum Ausweichen. Jetzt haben wir es auch gerade mal wunderschön sehen können, dass eben hier meine Megatonne durch wirklich alles hindurchgeht. Er wollte mich gerade seinen Chakram raushauen, der Ninjara, aber trotzdem ist meine Attacke einfach durchgegangen durch seine Attacke und hat die einfach abgeblockt. Und das ist halt schon ganz cool auf jeden Fall. Das können wir sogar gewinnen, hier nur mit der Megatonne, weil der zu blöd ist, irgendwas anderes zu machen. Aber ich treffe trotzdem nicht, Idiot. Oh, da kriegt er einen Griff. Okay, das war gut von ihm. Hat er geblockt und dann mit dem Griff gekontert. Nicht schlecht auf jeden Fall mit dem Ninjara, nicht schlecht. Ich möchte ganz gerne erstmal mit meinem Perfect beenden, das wäre ganz cool. Gehst mal ein bisschen weiter weg, bitte. Du bist irgendwie zu nah dran. Ich will ganz gerne mich ein bisschen mehr heilen. So, dass wir... Ja, nee, ich krieg's die ganze Zeit. Okay, lassen wir es. Dann beenden wir es halt mit einem Special, das ist auch in Ordnung. Und stirb. KO! Yeah! Okay. Aber die zweite Runde will ich mit einem Perfect vielleicht noch abschließen. Das wäre ganz cool. Ich nehme mal den Doppelfeuersegler, weil ich ihn eigentlich sogar auch ganz cool finde. Obwohl der auch ein bisschen riskant ist, weil es dauert ziemlich lange, bis der wieder dann zum Arm zurückgeflogen kommt, dieser Feuersegler hier. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die häufig nicht treffen, weil das Problem ist halt, dass die so, schon so ein bisschen eine Zisu-Funktion haben, aber trotzdem klappt die irgendwie nicht immer. Häufig zwar schon, aber auch nicht immer. Und deswegen ist es irgendwie ein bisschen komisch, mit denen zu spielen, finde ich. Aber na gut. Und schon Schaden genommen. Moment, dann will ich mich kurz heilen, weil ich hier einen Perfect haben will. So. Jetzt kommt gleich ein Griff bestimmt. Genau, aber... Was? Ich hab... What? Ich hab das sogar extra zugeschlagen, weil ich das dann eigentlich eben abblocken wollte, aber ich hab zu hoch zugeschlagen. Was soll das denn jetzt? Ja, und jetzt wieder. Ich meine, eigentlich kann man da eben einen Greifversuch des Gegners abblocken, indem man halt selber einfach mit einem einzelnen Schlag zuhaut.
aber das klappt irgendwie hier nicht, weil er zu weit unten ist, denn den Schauer, und ich deswegen ihn nicht treffen kann. Ich muss dann mal wegspringen, das ist irgendwie doof. Ehrlich gesagt, aber na gut. Ich will es trotzdem mit einem Perfect beenden, weil das irgendwie cool wäre. Wenn ich schaffe. Ja, ich bin noch nicht ganz voll gehalten, aber gleich. Okay, jetzt. So. Und dann gleich am besten mit einem Special sogar auch noch beenden. Mit einem Special und mit einem Perfect. Das wäre jetzt wunderbar. Und stirb! KO! Perfect! Yay! Sehr schön. Das ist doch wunderbar bisher. Aber wie gesagt, Level 1 ist jetzt auch keine so große Schwierigkeit. So, Kampf Nummer 8 gegen... Springman! Und es fehlt dann noch Twintail, glaube ich, ne? Die kam noch nicht, meine schon. Master Mommy macht sich bereit für Kampf Nummer 8. Kann ihm ein weiterer Sieg gelingen? Master Mommy tritt gegen den Spring ins Feld an, Springman. Das Springen oder Springstadion ist Schauplatz der athletischen Astralkörper der Ist-Zeit. Was ein Satz. Doch Master Mommy Speckpuls, pardon, Muckis müssen sich wahrlich nicht verstecken. Ja, das sind alles Muckis. Kein Speckpuls, wie du gesagt hast. Nehmen wir mal dann wieder Doppel-Megaton, weil ich die witzig finde. Einfach ein bisschen hier raufballern und wir werden eh treffen, weil die Gegner zu doof sind zum Ausweichen. Aber ja, so viel dazu, hat er doch ausweichen können und mich dann sogar punishen können dafür. Der blöde Springman, was fällt dir eigentlich einmal lieber? Nimm das. Das ist ja voll eingeengt. Aber trotzdem kann er ausweichen. Ich meine, das Problem ist halt auch an Master Mami, hier seine Schläge können zwar durch alles hindurchgehen, ja schon, aber er ist halt dermaßen lahm. Und Gegner können schon wirklich relativ leicht um ihn herumlaufen und dann halt ihn punishen oder so. Und deswegen da muss er schon auf jeden Fall aufpassen. Und stirb. Bam. Yay! Ja! Also ich muss schon zugeben, der Griff oder halt der Wurf von Master Mami sieht echt ziemlich brutal aus, muss ich sagen. Wenn die Gegner so packt und dann so volles so auf den Boden schmettert nochmal. Ja! Das sieht ziemlich brutal aus, wie ich finde. Das muss bestimmt ganz schön wehtun, aber zieht ja auch 200 Schaden ab. Viel mehr als die meisten, oder nicht viel mehr, aber halt schon mehr als die anderen Würfe alle. Deswegen macht schon Sinn auf jeden Fall, dass die am meisten Schaden macht, weil die sieht echt mega brutal aus, finde ich. So, dann ein Special und du bist tot. KO! Yay! Ja, die Gegner haben ja dann echt irgendwie wenig Chancen. Ja! Okay. Dann fehlen nur noch zwei Kämpfe. Also der Part wird dann, den kriegen wir sogar auch in einer halben Stunde vielleicht hin. Das ist ganz cool auf jeden Fall, aber war ja auch deutlich leichter. Und jetzt eben noch, genau, gegen Twintail. Das Halbfinale steht bevor. Wird unser bandagierter Kämpfer siegen oder gar zu Staub zerfallen? In diesem Kampf sehen wir Master Mami gegen Twintail, die Grand Dame. Sie hat eine Vorliebe für teure Parfüms. Welchen Eindruck Master Mami da wohl macht? Doch dies ist kein Kampf der Wohlgerüche, sondern der Arms. Also möge der Beste gewinnen. Ja, wie riecht Master Mami wohl? Ich will es vielleicht auch das gar nicht wissen. Nehmen wir jetzt mal dann wieder Doppelfeuermate, keine Ahnung. So, du nimmst einerseits den Eisarm und noch dann diesen Abschirmarm. Den ich übrigens ziemlich kacke finde, muss ich zugeben, weil ich habe schon online gegen einige Leute immer gekämpft, die diesen Arm hier von Twintail benutzen, also ihren linken, von uns aus gesehen der rechte. Und wenn sie ihn mal machen würde, das ist eben so eine Art Schirm, die sie da raushaut. Mach mal kurz vielleicht einen Angriff, Twintail, wenn du magst. Und der ist ziemlich, ja der andere, und der ist ziemlich nervig, da eben einige andere Arms abwehren kann. Ich weiß nicht, ob das auch für die Feuermatik gilt. Ich hätte es gerade eben vielleicht sehen können, ich hätte ein bisschen besser aufpassen sollen, aber ich glaube, dass der auch die Schläge von der Feuermatik ablocken konnte, oder? Ich meine schon. Mach noch einen Angriff bitte mit deinem Schirm. Na komm, mach einen Angriff. Twintail. Wir sind auf Level 1, ich weiß, aber du kannst trotzdem gerne einen Angriff machen. Mit deinem anderen Arm, bitte. Ja, Twintail. Ja. Dann halt nicht. Mach halt ich. Ja! So, hast du jetzt vielleicht Bock? Na, hast du Bock? Twintail? Na? Irgendwie nicht. Sie stirbt sogar gleich durch die... Wow. Das war jetzt auch... Das war jetzt sehr, sehr intelligent. Neben ihr eine Bombe und sie denkt sich einfach so, tralala, ist das Leben schön und kaboom. Oh Gott, Twintail, wunderbar. Ach ja. So, sie hat immer noch ihren Schirm, aber andererseits auch den Donnersegler, oder wie der heißt, wo sie... Also dasselbe wie auch der Feuersegler, nur eben mit einem Schockeffekt. Jetzt haben wir sehen können. Ja, ich glaube schon, dass der Schirm eben auch hier die Schläge von der Feuermatik ablocken kann. Das ist eben sehr fies, da der Schirm eben halt schon ein paar Schläge ablocken kann und das ist halt dann ein bisschen gemein, da man halt dann irgendwie gegen solche Gegner immer kaum Chancen hat. Also es ist schon auch so, dass man vor allem, wenn man online spielt, auch immer gucken muss, was der Gegner so für Arms hat und dass man dann dementsprechend darauf reagieren sollte am besten. Das ist echt gar nicht mal so einfach dann immer. So, Special. Und schon draufboxen. Okay, jetzt sogar noch ein bisschen mehr Schaden zeigen können, das passt schon. Und wir enden es gleich wieder mit einem Wurf, weil der mega episch ist, wie ich finde, wenn ich den treffen würde. Und nimm das. Ja! Und nochmal eine Zeitlupe, weil es so schön war. Boah, das sieht so brutal aus, hey. Die arme Twintail, tut mir echt leid. So,
Und damit stehen wir auch dann schon im Finale. Ging echt schnell. Da wir eben auch auf Level 1 gespielt haben, war ich kein Problem. Max Brass. So, der ist ansonsten ja echt immer ziemlich stark. Mal gucken, was er hier auf Level 1 so kann. Endlich, das große Finale des Abends Grand Prix steht kurz bevor. Spring. Das Publikum tobt und die Luft knistert vor Spannung. Master Mami gegen den Kraftmeier Max Brass. Seine Vorzeigearms, genannt Barbecue, was explodieren beim Aufprall und sorgen für Bombenstimmung, reißen die echt. Gelingt es Master Mami, ihn zu besiegen und einen Hinweis auf seine verschollene Familie zu finden. Ein Sieg könnte ihm die Antwort auf all seine Fragen liefern. Achtung, fertig, Arms oder irgendwie so. mal Feuersegler und Mega. Tonne, keine Ahnung. Ja, das ist aber echt ganz interessant. Ich frage mich da wirklich, ob er dann noch eventuell seine Familie irgendwie finden wird. Aber das Problem ist ja, dass es nicht mehr so wirklich dann noch Cutscenes am Ende gibt, die nochmal dann irgendwas auflösen würden oder sowas. Aber ja, der Max Press kann auch hier nicht viel übersehen können. Und deswegen glaube ich dann eher weniger, dass er noch seine Familie findet, aber keine Ahnung. Oh, er hat mal blocken können, sehr gut. Und selber einen Wurf rausbekommen, nicht schlecht auf jeden Fall. Nicht schlecht, aber jetzt stirbst du. Ja! Boah, das ist so, das sieht so episch einfach aus. Ich komme nicht drauf klar, wie episch das aussieht. Hey, ist echt heftig. Nochmal. Ja! So brutal, hey. So brutal. Und dann nochmal zum Abschluss. Weißt du, schön war die Doppel-Megatonne. Hör mal, lieber Max Brass. Kannst du jetzt irgendwas gegen mich ausrichten oder eher weniger? Ich meine, gerade eben hat er mich einmal treffen können, was schon auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht ist, vielleicht für ihn, da er auf Level 1 ist. Mal gucken, ob ich mich jetzt vielleicht sogar zweimal treffen kann oder dann noch gar nicht. Es wäre cool, wenn wir es noch mit einem Perfect beenden könnten. Und es sieht auch ganz gut aus, als könnten wir es, weil ich habe gleich mein Special voll. Und stirb. Yay! Okay. Perfekt, in 17 Sekunden haben wir den Kampf hier gewinnen können. Auch nicht schlecht. Oh yeah. Okay, cool. So, dann gucken wir noch mal kurz. Oder kommt doch noch Headlock vielleicht auf Level 1 auch? Nee. Ich werde es mal nicht sehr lange überspringen, da wir die eh schon kennen, ne? Und der Text ist ja auch immer dieselben, oder? Oder ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da ist sogar ein Stern dabei. Bei den Kämpfen, wo ich ihn perfekt hatte, oder? Wahrscheinlich. Ich schätze mal schon. Okay, das ist ganz interessant, dass sogar auch noch dabei steht. Aber ich meine, gegen Max Brass habe ich ja nicht bei beiden Malen einen Stern. Oder halt nicht bei beiden Malen einen Perfect gehabt, sondern nur einmal. Vielleicht reicht schon aus, wenn man eine der beiden Runden perfekt macht. Und das halt dann schon dann Stern ist. Oder es hatte irgendwas mit der Zeit vielleicht zu tun? Dass man schnell genug war, es kann auch sein, oder halt einfach, dass man gut genug war. Und dass man halt verschiedene Voraussetzungen erfüllen musste. Einerseits Zeit und einerseits Schaden. Oder irgendwie so. Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. So, ja, die Texte sind immer dieselben. Ich meine, die Animation ist ein bisschen anders, da jetzt aus einem Grabstein rauskam und so. Oder aus einem Sarg. Das stimmt schon. Aber trotzdem ist es natürlich immer dasselbe und die hat seine Familie offenbar nicht gefunden. Obwohl man ja zugeben muss, dass immer wenn man mit den Charakteren den Grand Prix auf mindestens Level 4 durchspielen, eben auch Headlock kommt, dass eben danach nochmal dann so ein kleines Bildchen kommt, das dann eben nochmal irgendwas zeigt über die Charaktere und eventuell kann man auf dem Bild sehen, wie er noch seine Familie trifft oder so. Das kann vielleicht sein, keine Ahnung. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich euch die ganzen Bilder auch nochmal dann später zeigen will, denn wo ich halt den Grand Prix mit Springer nochmal durchgespielt habe, den haben wir ja eigentlich im Let's Play auf Level 3 durchgespielt, wo ich es eben auf Level 7 gemacht habe, habe ich dann eben auch einen Screenshot gemacht von diesem einen Bildchen, das dann eben am Ende noch gezeigt wurde. Das ist so ein Bildchen, haben wir ja auch bei Ribbon Girl und bei den Shower auch sehen können. Und diese ganzen Bilder von den Charakteren, bei denen wir den Grand Prix mit weniger als Level 4 durchspielen, wie jetzt bei Springman oder auch bei Master Mami, die ganzen Bilder, die man eigentlich auf Level 4 oder höher sehen kann, welche nochmal später im Let's Play irgendwann dann mal reinschneiden und zeigen, jetzt noch nicht, aber irgendwann mal später, wenn wir halt mit allen das geschafft haben vielleicht, dass wir die noch alle sehen können, weil eben auf diesem Bild dann vielleicht verraten wird, dass Master Mami doch noch seine Familie gefunden hat oder irgendwie so, wenn wir dann schon noch sehen. Oder seine Familie sind einfach alle tot, wer weiß, ich meine, er ist ja quasi auch tot, so ungefähr, wenn wir dann schon nochmal später herausfinden. Okay. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Arms. Beim nächsten Mal geht's dann wieder online ein bisschen weiter, und zwar dann eben auch natürlich mit Master Mami gleich. Und zwar wahrscheinlich dann im Standardkampf, denn ich will jetzt nicht auf Rang 14 gegen andere kranke Menschen auf Rang 14 oder sowas spielen. Im Ranglistenkampf, weil ich dann mit Master Mami ziemlich auf die Mütze bekommen würde. Deswegen machen wir dann eher den Standardkampf wieder, haben wir jetzt sogar auch schon länger nicht mehr gemacht, weil die letzten beiden mit Driven Girl und Chawa waren ja sogar im Ranglistenkampf. Beim nächsten Mal auf jeden Fall dann eben der Standardkampf mit Master Mami, und da kann man da eben ein paar von den Gegnern dann richtig ordentlich verkloppen. Mal gucken, ob wir das schaffen werden. Ich bin schon gespannt. Okay, auf jeden Fall würde ich mich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen, und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.